Oft, wenn ich ihnen dann im Laufe des Gesprächs irgendwie sage, ja, ich bin bei Fridays for Future oder so, dann sind sie so, was? Du bist ja gar nicht so wie alle anderen Klimaaktivistinnen. Und ich denke mir so, hä? Wie sind denn alle anderen Klimaaktivistinnen? Ich bin die Paula Dorten, ich bin 17 Jahre alt, Schülerin und Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Ich glaube, das Stoppen der Lobau-Autobahn und das Protestcamp in den Städten, das war auf jeden Fall meine intensivste Erfahrung. Hier werden alle Werkzeuge und Materialien gelagert. Mit ihnen versuchen wir auch, das Camp winterfest zu machen. Wir sind oft einfach zusammen dann im Gras gesessen und haben fürs Abendessen Gemüse geschnipselt. Und dann hat mir ein Aktivist, der in Hainburg dabei war, von den eiskalten Nächten dort erzählt, von der Polizeigewalt, von all den Erfahrungen. Es kann nicht sein, dass die Klimakrise eine Lupe ist, die alle anderen Krisen verschärft. Ich habe das Glück, dass meine Eltern unglaublich unterstützend sind. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die mir mit Vorurteil begegnen, wenn ich sage, ich bin Klimaaktivistin. Oft gehe ich dann nicht hin, und wenn ich neue Menschen kennenlerne und sage, hi, ich bin die Paula, ich bin Klimaaktivistin, sondern möchte erstmal, dass die Leute quasi mich kennenlernen und nicht davon ausgehen, dass der Klimaaktivismus meine komplette Identität ausmacht. Und das ist oft schwierig, diesen Grat zu gehen und trotzdem aber auch zu versuchen, irgendwie die Leute zu erreichen. Ich glaube, das Positive an meiner Generation und das, was mich an ihr begeistert, ist, dass wir tolerant sind. Uns wird ja in der Schule immer beigebracht, wir sollen nicht alles glauben, was im Internet steht. Und so ist es auch. Also ich glaube, wir hinterfragen schneller, wir kommen schneller ins Gespräch, diskutieren. Ich glaube, so Diskussionen hat es immer schon gegeben zwischen den Generationen. Also ich merke das einfach, wenn ich zum Beispiel mit meinen Großeltern spreche über Politik, über die Klimakrise, dann stehen sie dem mit einem ganz anderen Selbstverständnis gegenüber. Also das hat oft schon mal so sehr dazu geführt, dass wir bei Familienessen irgendwie sagen, okay, wir reden einfach nicht über Politik, weil sonst geht das nicht gut aus. Und ich glaube, genau diese Auseinandersetzung braucht es, weil es braucht alle Menschen. Also es kann nicht nur uns Junge sein, die auf die Straße gehen und die laut sind und ihre Stimmen erheben. Dieser Zusammenschluss ist, finde ich, voll stark und voll schön. Ich habe Hass im Netz eigentlich nicht so extrem erlebt. Also selbst bekommen, sodass mir Leute direkt schreiben, das habe ich Gott sei Dank nicht. Aber eben, wenn ich mir dann die Kommentare durchlese, das tue ich einfach nicht. Weil ich weiß, das ist meistens keine konstruktive Kritik, sondern das macht mich dann einfach nur runter und das vermeide ich dann. Ich glaube, was mich für die Zukunft antreibt und was auch wahrscheinlich viele von meiner Generation antreibt, ist, dass wir einen Beruf ausüben wollen, der uns erfüllt und der nicht nur geldorientiert ist, wo wir auch das Gefühl haben, okay, wir können die Welt verändern. Und genau diesen aktivistischen Grundgedanken würde ich eigentlich auch gerne in meinen Job tragen. Und ich hoffe, dass es meinen Aktivismus in 10 Jahren nicht mehr braucht.